Sobald er weg war, bot mir Martha sehr zärtlich ihre Hilfe an, wollte mir Hirschhorntropfen geben und mich ins Bett bringen, was ich durchaus nicht wollte, aus Angst, der Mensch käme wieder und wäre dann im Vorteil. Aber sie schwor mir, dass ich diese Nacht Ruhe haben würde, und so legte ich mich wieder nieder. Ich war so matt, dass ich kaum die Frage beantworten konnte, mit denen mich die neugierige Person belästigte. Und dabei dachte ich mit Angst an die Brown, gerade als ob ich die Verbrecherin und sie die Beleidigte gewesen wäre. Aber es hatte ja auch an meinem Widerstand weder die natürliche Tugendhaftigkeit, wenn es so etwas überhaupt gibt, noch irgendwelche moralische Grundsätze den mindesten Anteil, sondern bloß meine Abneigung und mein Ekel vor diesem ersten brutalen und widerlichen Liebhaber. So wartete ich mit Angst und Verzweiflung auf die Rückkehr der Brown. Abends um 11 kamen die beiden heim. Martha war hinuntergelaufen, um sie einzulassen. Herr Crofts, so hieß mein Scheusal, war schon fort, nachdem er sich müde gewartet. Martha gab wohl den beiden einen mir günstigen Bericht, und so kamen sie alsbald die Treppe heraufgestapft. Wie sie mich blass und mit blutigem Gesicht fanden, kümmerten sie sich mehr darum, mich zu trösten, als mir, wie ich zu fürchten, dumm genug war, Vorwürfe zu machen. Endlich ging die Brown, und Phoeb kam sogleich zu mir ins Bett. Durch Fragen und durch ihre Hände überzeugte sie sich bald, dass ich mehr Schrecken ausgestanden als Schaden gelitten hätte. Wir sprachen nicht viel. Phoeb schlief bald ein und ich fiel in eine Art Ohnmacht, aus der ich am nächsten Morgen mit einem heftigen Fieber erwachte. Man pflegte mich wie ein junges Huhn, das man, bevor man es an den Bratspieß steckt, noch mästet und füllt. Und ich war glücklich über die Sorgfalt, mit der man mich umgab. Meine Jugend kam bald über die Erkrankung hinweg, wozu nicht wenig beitrug, dass man mir die Mitteilung machte, Herr Crofts sei wegen großer Schwindeleien ins Gefängnis gesetzt worden, aus dem er nicht so bald wieder herauskommen würde. Das söhnte die Brown vollends mit mir aus, und sie erlaubte allen Mädchen ihrer Herde, mich zu besuchen, natürlich in der Absicht, dass mich ihre Reden leichter dahin brächten, wo mich die Brown haben wollte. Die Mädchen waren lustig und leichtsinnig, und ich fing allmählich an, sie um ihren Zustand zu beneiden. Und das wurde schließlich so stark, dass es das Ziel meines Ehrgeizes wurde, eine der ihren zu werden, welche Stimmung sie geschickt zu steigern verstanden. Es fehlte mir jetzt nichts als die völlige Wiederherstellung meiner Gesundheit. Ich war zu allem bereit. Nicht etwa aus Verzweiflung, nein, aus erwachender Lust am Vergnügen, aus Eitelkeit und ein bisschen wohl auch aus Furcht, auf die Straße gesetzt zu werden und da zu verhungern. Ich war bald wieder ganz hergestellt und durfte zu gewissen Stunden nach Belieben im Hause umhergehen. Nur darauf sah man sorgfältig, dass ich keine Herrengesellschaft sähe, bis zur Ankunft des Lord B., dem mich die Brown zu verkuppeln beschlossen hatte und mit dem sie mehr Glück zu haben hoffte als mit Herrn Crofts. Ich war, wie gesagt, zu allem entschlossen. Ich war gewonnen, wie Phoeb sagte, und man hätte ruhig die Tür meines Käfigs offen lassen können. Ich dachte nicht daran, zu entwischen. So hatte ich mich schon völlig in den Plan des Hauses gefunden. Was bis jetzt an meiner Unschuld verdorben war, das dankte ich den Mädchen des Hauses. Ihr schlüpfriges Reden, die Beschreibungen von ihrem Verkehr mit den Männern hatten mir hinlängliche Einsicht in die Natur und die Geheimnisse ihres Handwerks gegeben und mein Blut angenehm erregt. Dazu setzte auch Phoeb, deren Bettgenossin ich noch immer war, ihren eingehenden Unterricht nicht aus, und was ich nicht aus ihren Beschreibungen erfuhr, das sah ich mit meinen Augen. Eines Tags befand ich mich so gegen 12 Uhr mittags zufällig in dem dunklen Kabinett der Madame und hatte da kaum eine halbe Stunde auf einem Bett gelegen, als ich ein Rauschen in der Schlafkammer hörte, die von dem Kabinett nur durch 2 Glastüren getrennt war, an denen gelbseidene Vorhänge hingen. Die waren nicht so weit zugezogen, als dass ich nicht vom Kabinette aus das ganze Zimmer hätte übersehen können. Ich schlich mich leise an die Tür, und da erschien auch schon die Äbtissin des Klosters selber mit einem langen, jungen Reiter, der wie ein Herkules gebaut war,
Ein Bursche, wen sich die erfahrenen Londoner Damen für diese Sache wählen. Still und unbeweglich stand ich auf meinem Posten, damit kein Geräusch mich in meiner Neugierde verraten und Mutter Äbtissin hereinbringen möchte. Ich hatte keine Ursache, dies zu befürchten, denn sie war so sehr von ihrem gegenwärtigen Geschäft erfüllt, dass sie weder Sinn noch Aufmerksamkeit für sonst etwas in der Welt hatte. Lustig war es zu sehen, wie sich die fette, unbeholfene Figur am Fuße des Bettes hinwarf, gerade der Türe des Kabinetts gegenüber, so dass ich von dem vollen Anblick all ihrer Reize hatte. Ihr Liebhaber setzte sich bei ihr nieder. Er schien ein Mann von wenig Worten, aber großem Appetit zu sein, denn er ging gleich zu wesentlichen Dingen über, gab ihr ein paar derbe Schmatze und indem er seine Hände in ihren Busen steckte, löste er ihre Schnurbrust auf, aus der dann, trotz ihrer Einsperrung, ein paar Brüste hervorschossen und sich ausbreiteten und mindestens bis zum Nabel herabsanken. Ein so ungeheures Paar hatten meine Augen noch nie gesehen. Grau-gelb, schlapp, weich und innig ineinander fließend. Aber dessen ungeachtet schien sich dieser arme Schlucker an ihnen höchlichst zu freuen, indem er vergebens suchte, eine von ihnen mit seiner Hand zu bedecken, die doch nicht viel kleiner war als eine Schöpsenkeule, und nachdem er einige Zeit mit ihnen so gespielt hatte, als wenn sie es wert gewesen wären, legte er die zwei Säcke sanft nieder, hob der Alten die Röcke auf und machte daraus eine Decke über ihr breites Gesicht, das nur von Branntwein rot wurde. Als er etwas zur Seite trat, um seine Weste und Beinkleider aufzuknöpfen, hingen ihre fetten, fleischigen Hüften tief herunter und die ganze schöne Landschaft war vor meinen Augen ausgebreitet, ein weit geöffneter Schlund, überschattet mit graulichem Buschwerk. Es sah aus wie der Sack eines Bettlers, der nach Provision hingehalten wird. Aber bald wurden meine Augen durch einen anderen Gegenstand abgelenkt, der meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Ihr rüstiger Hengst hatte sich jetzt aufgeknöpft und zog nackend, steif und starrend jenes wunderbare Werkzeug heraus, das ich nie vorher gesehen hatte. Indes waren meine Sinne zu sehr in Erregung, zu sehr auf den jetzt in mir brennenden Punkt konzentriert, als dass ich etwas mehr hätte bemerken können als die allgemeine Struktur dieses Instrumentes, über das mich der natürliche Instinkt jetzt mehr belehrte, als alles, was ich früher davon gehört hatte, dass ich von ihm das höchste Vergnügen zu erwarten habe. Der junge Galan säumte indessen nicht lange, gab seinem Ding zwei oder drei Bewegungen, indem er es gleichsam schwenkte und warf sich dann über die Alte her. Und da jetzt sein Rücken gegen mich gewandt war, so konnte ich, nach der Bewegung, die er machte, nur annehmen, dass er hineindrang. Jetzt zitterte das Bett, die Vorhänge rauschten, so dass ich kaum die Seufzer und das schmachtende Ächzen hören konnte, das die Handlung von Anfang bis zu Ende begleitete. Diese Geräusche und der Anblick drangen mir ins Innerste und machten, dass jede Ader in mir wie Feuer glühte, und das war so stark, dass es mir den Atem hemmte. Vorbereitet, wie ich war, von den Gesprächen meiner Gespielinnen, sowohl als durch Phöbs detaillierte Beschreibung, war es kein Wunder, dass meine Unschuld jetzt den tödlichsten Streich erhielt. Während sie in der Hitze der Aktion waren, stahl ich, von der Natur allein geführt, meine Hand unter meine Röcke und griff mit Fingern, die ganz Feuer waren, und entzündete noch mehr damit jenen Mittelpunkt aller meiner Empfindungen. Mein Herz zitterte, als wenn es aus meiner Brust heraus wollte. Kaum atmete ich noch, ich bewegte meine Hüften, presste und drückte die Lippen jener noch jungfräulichen Öffnung und indem ich mechanisch die Händeoperation der Phöb nachmachte, brachte ich endlich die kritische Ekstase, den schmelzenden Fluss hervor, in den die Natur im Übermaße des Vergnügens sich auflöst und hinstirbt, worauf dann meine Sinne ganz abgekühlt waren. Der junge Bursche war kaum abgestiegen, so sprang die alte Dame sogleich auf, mit voller Jugendkraft, die sie sicher von dieser Erfrischung erhalten hatte, und nachdem sie ihn niedersetzen ließ, fing sie an, ihn zu küssen.
seine Wangen zu streicheln und mit seinen Haaren zu spielen. Liebkosungen, die er mit Gleichgültigkeit und Kälte hinzunehmen schien, er war jetzt ein ganz anderes Wesen als vorher. Meine gute Alte war aber nicht ohne Hilfsmittel, zu denen sie jetzt Zuflucht nahm. Sie schloss eine kleine Kiste mit gebrannten Wässern, die nahe an ihrem Bette stand, auf und ließ den Burschen einen reichlichen Schluck tun, worauf sich Madame wieder am Fußende des Bettes niedersetzte, während der junge Bursche seitwärts bei ihr stand. Da knöpfte sie ihm mit der unglaublichsten Unverschämtheit die Beinkleider auf, schob das Hemd weg und zog seine Geschichte hervor, die jetzt ganz eingeschrumpft und klein geworden war. Aber unsere erfahrene Matrone brachte es, indem sie es mit ihren Händen wärmte und streichelte, bald zum Schwellen und schließlich zum Aufrechtstehen, wie ich es vorher gesehen hatte. Da bewunderte ich von Neuem und mit genauerer Überschauung die Struktur dieses Hauptteiles des Mannes. Der glühende, rote Kopf, unverhüllt, die Weiße des Schaftes und das bräunliche Haar, das seine Wurzel mit Schatten überdeckte, der runde Sack, der herunterhing. Alles fesselte meine heißeste Aufmerksamkeit und erneuerte meine Hitze. Da aber jetzt die Hauptsache auf dem Punkt war, wohin die erfahrene Dame sie zu haben sich bemüht hatte, so war sie nicht willens, ihrer Mühe umsonst gehabt zu haben, sondern legte sich nach rückwärts, zog ihn sanft über sich und so endigten sie auf dieselbe Art wie vorher diesen letzten Auftritt des Spieles. Sobald dieses vorbei war, gingen sie beide liebevoll miteinander hinaus. Nicht ohne, dass die alte Dame dem Burschen vorher ein Geschenk, soweit ich sehen konnte, von 3 oder 4 Goldstücken gemacht hatte. Denn er war nicht bloß ihr erster Liebling wegen seiner Liebestüchtigkeit, sondern er gehörte gewissermaßen mit zum Hause. Die Alte hielt mich aber sorgfältig vor ihm verborgen, damit er nicht darauf bestünde, der Vorläufer des Lord zu sein. Denn jedes Mädchen im Hause fiel dem Burschen der Reihe nach zu und die alte Dame kriegte nur dann und wann was ab, in Anbetracht der Unterstützung, die er von ihr erhielt und deren er sich kaum rühmen dürfte. Sobald ich die beiden die Treppe hinuntergehen hörte, stahl ich mich leise in mein Zimmer, in dem ich glücklicherweise nicht vermisst worden war. Hier erst fing ich an, etwas freier zu atmen und mich der wonnigen Erregung zu überlassen, die das gerade Gesehene in mir hervorgerufen hatte. Ich legte mich auf das Bett, streckte mich und war voll heißer, drängender Begierde, jene Gefühle zu zerstreuen oder zu besänftigen, die alle auf ein Ziel, den Mann, hinstrebten. Ich tastete auf dem Bette umher, als wenn ich nach etwas suchte, das ich in meinem wachen Traume fassen möchte, und als ich nichts fand, hätte ich vor Schmerz schreien mögen, denn jeder Teil an mir glühte von stechendem Feuer. Schließlich nahm ich meine Zuflucht zu dem einzigen Mittel, dem des Fingerspiels, aber die Enge der Bühne hatte nicht Raum genug für die Handlung und die Schmerzen, die mir meine Finger gaben, indem sie hineindringen wollten, erweckten in mir eine Befürchtung, die mich nicht ruhen ließ, bis ich sie Phöb mitgeteilt und ihre Aufklärung darüber empfangen hatte. Dazu bot sich nicht eher Gelegenheit als am anderen Morgen, denn Phöb kam erst zu Bett, als ich schon längst schlief. Sobald wir beide wach waren, dauerte es nicht lange, dass wir unser Bettgeplauder auf jenen Punkt brachten, wozu eine Erzählung der Liebesszene, bei der ich Zuschauerin gewesen war, als Vorrede diente. Phöb konnte das Ende nicht abwarten, ohne mich mehr als einmal durch ein heftiges Gelächter zu unterbrechen und meine naive Art zu erzählen, mehrte noch sehr ihr Vergnügen daran. Als sie aber nach dem Eindruck forschte, den das Schauspiel auf mich gemacht hatte, sagte ich ihr, ohne das Mindeste von den angenehmen Erregungen, in die es mich versetzt hatte, zu verringern oder zu verbergen, dass eine Beobachtung mich beunruhigt hätte und das recht sehr. »Und das wäre?« fragte sie. »Denken Sie«, antwortete ich,
wie ich sehr sorgfältig und aufmerksam die Gestalt jener ungeheuren Maschine, die meiner furchtsamen Fantasie wenigstens so stark wie der Knöchel meiner Hand und mindestens drei meiner Hände lang schien, mit dem zarten, kleinen Ding verglich, das da gemacht ist, sie aufzunehmen? Da konnte ich nicht begreifen, wie es möglich sei, dass sie da hineinkommen könnte, ohne daran zu sterben oder doch nicht ohne die größten Schmerzen. Ich weiß, dass schon ein Finger da hineingesteckt mir unerträglichen Schmerz macht. Was die ihrige und die meinige Herren betrifft, so kann ich den verschiedenen Durchmesser von der meinigen wohl unterscheiden. Ich kann das fühlen und sehen, aber ich fürchte mich schrecklich vor dem Versuch, so groß auch das versprochene Vergnügen sein mag. Jetzt lachte Phoeb nur noch mehr. Und während ich auf eine ernsthafte Lösung meiner Zweifel wartete, sagte sie mir nur, sie hätte nie davon gehört, dass jener schreckliche Speer an diesem Teile jemals eine tödliche Wunde gemacht hätte und dass jüngere und noch zarter gebaute Mädchen als ich die Operation überlebt hätten. Und dass sie glaube, ich würde auch im schlimmsten Falle großes Vergnügen dabei finden, mich auf diesem Wege töten zu lassen. Es sei richtig, dass die Natur eine nicht geringe Verschiedenheit der Größe dieses Teiles hervorbringe, was vom Kindergebären herkomme, vom öfteren Gebrauch der Maschine oder einfach vom natürlichen Bau, dass aber in einem gewissen Alter und bei einer besonderen Gewöhnung des Körpers auch der Erfahrenste in solchen Sachen die Frau nicht vom Mädchen zu unterscheiden vermöge, vorausgesetzt, dass keine künstliche Mittel gebraucht und alles in seinem natürlichen Zustande wäre. Und da mich der Zufall zu einem Schauspiel dieser Art geführt hätte, sie mir noch ein anderes verschaffen wolle, das mir noch größere Augenweide bieten und mich von meinen Befürchtungen heilen solle. Und nun fragte mich Phoeb, ob ich Polly Phillips kenne. »Ist es«, fragte ich, »das schöne Mädchen, das so zärtlich gegen mich war, als ich krank war und die erst, wie sie mir sagten, 2 Monate hier im Hause ist?« »Die ist es«, sagte Phoeb. Sie wird von einem jungen genuesischen Kaufmann ausgehalten, den sein Onkel, der unermesslich reich und dessen Liebling er ist, mit einem befreundeten Kaufmann nach England geschickt hat, angeblich in Geschäften, tatsächlich aber, um ihm zum Reisen Lust zu machen. Der Genueser traf Polly zufällig in einer Gesellschaft und weil sie ihm gefiel, so gab er sich mit ihr ab. Er besuchte sie 2 oder 3 Mal die Woche und sie empfängt ihn im gelben Kabinett, eine Treppe hoch, wo er sie auf eine Art genießt, die, wie ich glaube, der Hitze oder vielleicht der Eigenart seines Vaterlandes gemäß ist. Ich sage nicht mehr, aber morgen ist sein Tag und da sollen sie sehen, was zwischen beiden vorgeht, und zwar von einem Platz aus, den bloß Frau Brown und ich kennen. Sie können sich denken, dass ich nichts dagegen einzuwenden hatte.